Damn it all. The whole place is swarming with horrors. We need to get out of here fast. Wait, Riki. Some of our people are injured. Leave them behind. We don't have the numbers to sit around defending the wounded. There's a building surrounded by a moat up ahead. We can take refuge there for a while. It should give us some cover. Are you kidding me, Yakumo? Ja, es ist Yakumo. Do you want to stick around until everyone heals? Take a look outside, Yakumo. It's horror town. We need to look for a way out while we still can. And just leave our friends behind? I'm not going to do that. I can't. I'd rather die here defending them. You've completely lost it, man. I guess it's just us who want to live. See you, Yakumo. Gut, der Riki, der ist halt gnadenlos, sag ich mal. Der lässt halt die Verwundeten zurück, um weiter in seiner Mission zu kommen. Und der Yakumo, der ist halt eher so, ich will es nicht zurücklassen. We've made our choices. Anyway, no one can know what tomorrow will bring. Right, Yakumo? Yakumo? Yeah. Right. Right. Ah, der zweite, okay. Ah, das war der erste Teil, okay. Also, der Yakumo hat halt damals im Militär gedient, hat er uns aber auch schon mal erzählt. Und das war jetzt quasi der erste Part, den wir von ihm gesehen haben. Yakumos Erinnerung, Errungenschaft freigeschaltet. Zumindest den ersten Teil. Those people. They were my old comrades. We might be able to find out where they are now if we follow their memories. You know, use them as a kind of trail. We stayed with the injured. I guess. In a way, I'm the one who left Riki behind back then. Along with everyone who followed him. In the end, all of us who chose to stay died. Maybe if we had talked it out more, we could have found a way to stick together. Maybe then some of us might have survived. Er hat auf jeden Fall das Richtige getan. Thanks for saying that. Still, I get it in my head sometimes. I start to wonder, did all those guys who left blame me for their deaths? Well, it's not like I'll find the answer now. No matter how many times I ask. Es ist immer schön, wenn man sich gegenseitig hilft. Und wir hatten ja das Thema Krieg am Anfang schon mal. Das ist immer, egal für wen, negativ zu sehen. So, wir waren noch nicht fertig. Ayo, wach mal bitte auf. Und zieh dir bitte was an. What is it? Um geht's? Hä? Hallo? Ich finde es immer so cool, wie sie einfach so total verwirrt scheint. So, Teil 2 von Yakumos Geschichte. Atlas über Rest 2. You're crazy if you're thinking of helping those guys who got separated, Yakumo. It's suicide! They're our friends, Riki. I won't ignore them. Always digging your heels in. You'll get everyone killed. I'll help you this one time. After this, you're on your own. Aber immerhin hilft er einmal. Okay. Zweiter. It was you, wasn't it, Yakumo? You're the one that stopped our trade. Trade? You mean looting things to sell in the black market? Call it what you want, but you're no better than thieves. Riki, we were orphans. You remember what it was like. Nito took everything from us before we even knew we had it, and we were powerless to stop him. How could you steal from someone weaker than you? Always the golden boy, huh? I've never fallen for your insipid act. Fine, then.
Let's settle this right here, right now. I'll show you what happens to simpering brats like you who don't know when to quit. Oh oh. Das klingt nicht so gut. Laufen einfach über den Lastwagen. Back it off already, would you? Back off? I don't think so. If I did that, you would have killed me. That's why I don't like you. Okay, wo geht's jetzt lang? Ach, da. Gut, also, der Yakumo hat gegen Ricky gekämpft, weil die sich halt so sehr in der Wolle hatten, dass die es auf diese Art und Weise regeln mussten und Yakumo hat gewonnen. Und wahrscheinlich ist der Ricky dann gestorben. Mutlich. I don't know if he was just a sore loser or if it went deeper than that. But Riki had been coming after me ever since we were little kids. The two of us disagreed on absolutely everything. And got into fights damn near every single day. Calling him a good guy would be a stretch, but... well, at least he was honest with himself. That's something. Immerhin. Gut, wir könnten natürlich rein theoretisch weitermachen. Ich würde das aber sukzessive nach und nach machen. Warum steht er denn jetzt hier? Cruz endured painful experiments for Project Queen. My older sister Karen put everything she had into her research on the project. Both of them were kind souls, doing all they could for the future of humanity. Thank you for showing me those memories. Now, let's continue our investigation. So that all can enjoy the blessing of blood. Alles klar. Partnerschaft beenden. We can head out whenever you're ready. Die Cruz hat sich also für das Projekt Königin gemeldet. Sie ist also nicht die Königin in dem Sinne, sondern es ist ein Projekt, für das sie sich gemeldet hat. Und ja, wo die Karen ist, die ältere Schwester, dass die, ja, die Schwester von Louis ist, hatten wir ja schon vorhin festgestellt. Hey, what's up? Weißt du was? Komm doch einfach wieder mit. Okay, I'm ready when you are. Irgendwie bin ich besser so mit Yakumo. So, oh, und es ist sofort. Lupinus Vita hat sich sofort verändert. Gemeinsam ja, senkt Ausdauerverbrauch beim Blocken und Ausweichgeschwindigkeit, erhöht Angriff. Und was hatten wir bei ihm? Verstärkt Angriff und ändert Ausweichbewegung auf Kosten der Schadensreduzierung. Wir haben also mit ihm quasi mehr Damage bekommen, wenn wir das aktiviert haben. Vielleicht war das auch so der Kasus Knaxus beim Kampf. Ich will mal eben ganz gern den Händler nochmal wieder besuchen. Und der stand doch, wenn ich mich richtig erinnere, hier bei der Kreuzung. Ich will einfach mal wissen, was der wieder Neues im Sortiment hat. So. Und mein Freund. Greetings. I have a lovely selection today. Shang. Okay. Erstmal reden. Hey, did you drag those materials up out of the depths? They're quite valuable. Thank you kindly. I don't know if it's a proper thanks, but I'll have a wider selection of valuables for you next time. Verluststifter M. Wow, danke. Naja. Greetings. So, kann ich nochmal mit dir reden? Whenever I touch materials from the old world, the great collapse of the spirit of that old world still will take back the world one. Bla bla bla. Gut, wir können also immer nur einmal abgeben. Greetings. Kostbarkeiten erwerben. Materials from the old world, I can give you valuables in exchange. Es wäre jetzt, wie gesagt, halt interessant zu wissen. Oh, Retro-Spiel. Da könnte man bei mir landen. Schoko Knoblauchflocken. Wo findet der sowas eigentlich?
Mann. Ich sollte vielleicht auch mal langsam anfangen, Handel zu betreiben, aber auch da weiß ich nicht, wie die Leute das annehmen. Don't hesitate. Here's hoping we find something interesting. Okay. Haben wir das zumindest mal gesehen? Teleport, Basis. Auch die Schwerter müssen wir verbessern. Ich würde vielleicht gucken, dass ich eine normale, lass mal kurz gucken. Wir haben hier die Hanemukuro und die schwere Axt. Die Hanemukuro benötigt Geschick C und Stärke D. Die schwere Axt braucht nur Stärke C. Weiß langsam. Gut. Hanemukuro 3. Bayonett verschlingen. Ich würde vielleicht wieder auf das Bajonett gehen. Aber wir machen halt mit dem wesentlich weniger Damage. Weil das kann ich halt auch für die Fernkampfgeschichten einsetzen. Wenn ich das jetzt aber zum Beispiel mal verbessere. Hi. Ausrüstung aufwerten, Waffe aufwerten. Diese hier, okay, was kostet das? 600 Dunst und ein Königineisen. Aufwerten. So, 720, Königineisen 2. Wir machen nur noch mal ein bisschen weiter. 140. Dann kriegen wir die ja hinterher auf dem Stand von dem Hanemukuro. Königin Stahl brauchen wir für die nächste Stufe. Würde ich aber trotzdem nochmal mitnehmen. Königin Stahl 3, nächste Stufe. Okay. Dunst benötigt das tatsächlich nicht ganz so viel. Blutschleier aufwerten. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich jetzt den festlichen Reißzahn upgrade? Warte mal, ich muss mir mal eben kurz... Okay. Wir haben jetzt aktuell die GXM-Variante plus 3. Nachtklaue ist natürlich am leichtesten, allerdings sorgt es dafür, dass wir sehr viel weniger in der Verteidigung haben. Ich könnte einen festlichen Reißzahn wieder ausrüsten. Der hat halt etwas bessere Verteidigungswerte, so im Schnitt, aber wir sind bei den Talenten dann halt schlechter. Würde ich vielleicht doch bei der GXM-Variante bleiben. Nachtklaue. Was hast du denn hier noch anzubieten? Also ich gucke erstmal, was ist nochmal Ausrüstung umwandeln? Which weapon do you want to transform? Wie war das jetzt nochmal? Bajonett? Ach, das waren diese Geschichten. Okay. Na, das brauchen wir nicht. Aber was bringt das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel Talente, Verschlingen, Erleichterung... Was macht das genau? Warte mal, wir haben Verschlingen... Hier ja schon drauf. Was heißt verschlingen in dem Fall? Und hier haben wir Befestigung. Warte mal. Okay.
Müssen wir mal ganz kurz gucken. Das konnten wir doch irgendwo nachlesen. Hinweise. Ausweichen, Blocken, Entzug, Parieren, Talent, Gegenstände, Gesten. Benötigte Werte, Talente. Entzugsfeld, Gesamtgewicht, Gewicht, Talente. Entzugsangriffskraft. Gibt die Angriffskraft für Entzugsangriffe wie aufgeladene Entzüge, Paraden und Angriffe von hinten an. Schauswecke, Perilie, Blutcodes, Ausrüstung von Talenten, Nietzsche, Regeneration von Blutcodes, Ausrüstung und Beschränkungen. Jedes Stück Ausrüstung hat Mindestanforderungen an deine Werte sowie ein Gewicht. Überschreitest du deine Lastgrenze, Angriffe schlechter ausweichen, erfüllst du Werteanforderungen nicht, verringert sich die Angriffskraft drastisch. Das kennen wir. Icho-Regeneration durch Entzug, Effekte von Blutschleiern. Die Stärke von Talenten und Entzugsangriffen hängen von den Blutschleiern ab, den du ausgerüstet hast. Blutschleier beeinflussen auch die Skalierung von Werten und der Entzugswert. Folgendes Gebrüll mit einem Blutschleier ein, der eine hohe Effizienz für dunkle Talente gewährt, fällt der Angriff stärker aus. Das ist auch soweit klar. Meistern der Talente, bei Misteln ausruhen, Stufenaufstieg, Bewegung von Mistel zu Mistel, wieder von Dunst, Regeneration, Einsatz. Also man hat sehr viel zum Nachlesen, das finde ich ganz gut. Gemeinschaftstalente mit Freunden tauschen, die Wege in die Tiefe gewonnen, Medaillen, Blutfilm, Multiplayer, Multiplayer. Aber wie ist das denn bei den Waffen? Ausrüstung und Beschränkung. Ändern von Blutcodes. Ausrüstung von Talenten, Blutcodes. Das sind die Widerstandskräfte, Beweglichkeit, Leichtgewicht, bla bla bla, das ist klar, Werte, Schnelle, Werte, Vitalität. Gegenstand benutzen, Talent, Ninja parieren, Entzug, Waffen wechseln, Feldmenü öffnen, ausweichen, blocken, Angriff. Verstehe es halt nicht. Also haben wir den Hinweis noch gar nicht freigeschaltet? Ich, naja gut, vielleicht kriegen wir es nochmal irgendwann. Wir wollten aber eigentlich wegen den, achso, wir hatten eine GXM-Variante, ja. Nur nicht die Wertestärke D+, D+, Hi. Buying something? So, was hast du denn hier Schönes? Mal gucken. Also ich möchte eigentlich schon etwas haben, was bei Talent, Licht und Dunkelheit ganz gut ist. Das ist jetzt alles Schlechter, was wir hier haben. Königliche Schlechterklaue, Entzugsangriffe. Rebellendorn. Umbra-Hunde, dunkle Hunde, blaue Hunde. Schön. Ja, okay, ich glaube, ich bleibe mal bei dem, was wir jetzt haben. Aber den werde ich nicht upgraden können, weil er braucht Könige in Stahl. Ja, ja, ja. Wenn ich jetzt den zum Beispiel upgrade. Talent, Licht, Dunkelheit. Das ist soweit okay. Aber ich kann die Gewichte immer nicht reduzieren. Komm, ich mach das einfach mal. Das kostet halt nicht viel. So, und wenn wir nämlich jetzt nochmal gucken, okay. Dann liegt da gar nicht mehr so wahnsinnig viel zwischen. Verteidigungswert ein bisschen besser. Nee, aber ich würde es trotzdem nicht machen. Hey. Tauschen.
Tut mir leid, wenn wir hier gerade so ein bisschen rumlungern. Gegenstände erhalten. Wir konnten von ihm Atlas Chrom bekommen. Die komischen Stempel interessieren mich nicht. Die Waffe. Unifluch. Das Schwert, das ja gut mit uns in gedient hat, hergestellt. Brauchen wir 50 Handelspunkte bei ihm. Das ist wahrscheinlich eine ganze Menge. Wird eine schwere Waffe sein, denke ich mal. Von Louis bekommen wir wahrscheinlich eine leichtere. Kostbarkeiten geben, Geisha-Nudeln, Bugarelli-Puppe. Das ist ein Einschuss in ein teures Restaurant, fährt aus der Welt der hochwertige Fertignudeln, ein bisschen davon so eine Geschmackswelt eröffnen. Benutztes Werkzeug, klassische Kamera. Mag der sowas wie Sake? Ich gebe ihm das mal. Oh, are you serious? There's still sake around in this condition? Let's celebrate tonight. I'll have to make sure not to piss Louis off by drinking too much again. Thanks. Okay. Hat er 5 Handelspunkte aber bekommen bei ihm? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Vergibtes Buch. Ich glaube nicht, dass der unbedingt so derjenige ist, der gerne liest. Duftender Tee. Comics könnte ich mir bei ihm halt vorstellen. Ah, I've been looking for this. You really saved me some trouble. Gut. 3 war jetzt nicht ganz so viel. Vielleicht die Münze? This has some value, right? I'm not sure I can figure out what to do with it, but... Nur einen Punkt gebracht. Edles Duftwasser. So ein bisschen parfümiert. Ist er überhaupt nicht der Typ für? Dann eher die Nudeln. Geisha-Nudels? I've never eaten much of this kind of thing. Okay. I never got a chance before. And now I prefer mostly lighter meals. Alles klar. But since I had the chance, I'll be sure to make the most out of this fine fare. 2, na immerhin. Das Junge war ein Pferd zu besteigen, sich auf ein neues Abenteuer zu begeben. Hobbyfotografen, hochgeschätzte Kamera, diesen guten Zustand, man kann Fotos machen und vergängliche Erinnerungen festhalten. This has some value, right? Okay, der kann damit nichts anfangen. Also der Sake war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die Puppe vielleicht? Hey, it's Bugarelli. Powerful friendships and over-the-top action. I was mesmerized. There was nothing like it. I collected the cards and toys when I was a kid. I want to watch it again sometime. There's no way it's still going on though. Weiß ich nicht, ob noch so viele Fernsehserien laufen. Das war gut und hat auch, ich glaube, wie viele Punkte? 5 jetzt gebracht wieder, ne? 17 Blumensamen. This has. Ist was wert, ja. Okay. Die anderen Sachen würde ich ihm jetzt mal nicht geben, weil ich glaube, damit kann er nicht so wirklich was anfangen. See you around. Okay. Aber er mag Sake sehr gerne. Jetzt gucke ich einfach mal. Bugarelli-Puppe und Sake war sehr gut. Wenn ich jetzt schaue, ob er irgendwas da hat. Weil ich möchte bei Yakumo gerne die Punkte sammeln, damit wir seine Waffe da bekommen für 50. So. Mit ihm hier. Lost had me surrounded back there. Okay. I managed to get away, but. Nur auf der Suche nach Blut eingefallen. Was? No harm in me. Oh! Wow, Mann! Flammenwaffe gemeistert, cleveres Ausweichen gemeistert, nice!
Kommt mal her. Kein Problem. Oh, da ist eine Dicke. So. Wir sind nicht mehr zu spüren. Du hast eine Belohnung erhalten. Verdiene ich den Verlustsplitter S. Oh, immerhin. Oh, Verlustsplitter und Entzugsaktivator. Du kannst mit Items hier rumliegen. Königin Eisen. Nice. Königin Stahlbeck. So. Den haben wir erledigt, ne? Sorry to cause you trouble again. Na, kein Problem. I guess the medicine I was carrying attracted the lost for some reason. It's supposed to enhance a revenant's strength, but I've got no business using it. I think you might make better use of this, so take it as a token of my gratitude. Verlustsplitter M, WG-Meister 117. Okay, was macht denn der WG-Meister jetzt nochmal? Make sure you're good and set before we go. Gewährt unabhängig vom Blutgut des Benutzers das Talent Wiedergänger durch. Du hast Wiedergänger durch erhalten. Okay. Ist das jetzt eine Fähigkeit, die ich hier ausrüsten kann? Ich guck mal eben. Okay, hier nicht. Ist es eine passive Fähigkeit? Oh. Wirft ein Messer das Icho-Gewehr, wenn es einen Widersacher trifft. Ja, das brauche ich jetzt unbedingt. Ist nice, aber brauche ich unbedingt. Oh, okay, da habe ich doch, glaube ich, noch mehr von, oder? WG-Meister 19. Gewährt unabhängig vom Blutkult in unser unnachgiebiger Reißzahn. Ich habe halt gedacht, das ist immer nur temporär, deswegen habe ich die gar nicht ausgerüstet. Na dann, let's go! Unnachgiebiger Reißzahn. Das ist dann hier wahrscheinlich was. Doch nicht. Ach da. Erhöht den durch Entzug verursachten Schaden nach Schleuderangriffen. Ah, lass ich auch mal weg. Ah, Entschuldigung. Entschuldigung. Achu. Ich drücke immer Dreieck. Ich weiß nicht warum. So, was haben wir hier? Talent Eisverstärkung. Wir kämpfen momentan eher mit Feuer als mit Eis, aber... Vielleicht können wir es ja gebrauchen. Eisverstärkung. Stattet deine aktuelle Waffe mit dem Eiseffekt aus, während du fokussiert bist. Vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Stärke und Geschick. Erhöht Stärke und Geschick. Erhöht maximale LP. Verbessern von Klingenglanz, die Angriffskraft erhöht, wenn du gegnerischen Angriffen ausweichst. Ich hätte gern mehr passive Fähigkeiten. Wie viel bringt denn der Lebensschub? Wenn ich jetzt den mal wegnehme. Ah, schon ein paar. Aber ich glaube, Stärke und Geschick ist besser. Mache ich das doch besser mal so. Okay. Guck, habe ich noch irgendwas? Das war's, ne? Mehr habe ich nicht. Eine Pille dämpft vor besonders ausgehende Geräusche, Verlustsplitter und der Dunst. Okay, wir haben einige davon. So, aber eigentlich wollte ich was anderes. Good timing. I just got some new stock. Deswegen bin ich da. So, kann ich wieder mit dir reden? Whenever I touch materials from the old world, great collapse, but the spirit of that will take back the world. Okay, greetings. Greetings. Kostbarkeiten erwerben. Gereifter Brandy. Erlesener Sake hat er. Okay, das ist gut. Hat auf jeden Fall 5 Punkte gebracht. Die... Ja, von dem... Von der Puppe hat er leider keinen, aber den Sake nehme ich. Don't hesitate. Okay, hier kann ich es ihm nicht geben. Wir werden in die Basis zurück. Ich weiß nicht, ob es jetzt reicht. Ich dachte, dass wir jetzt sogar schon auf die 50 Punkte kommen. Aber dann kann ich die halt holen
Und wenn wir jetzt dieses eine Bajonett halt hochgelevelt haben, kann ich parallel halt seine Waffe als schwere Waffe hochleveln. Ich würde mir die vom Louis natürlich auch noch holen. Das wäre dann quasi Step 2 für die mittlere Waffe. So.